Bildung findet meiner Meinung nach nicht nur in der Schule statt. Bildung heißt nicht nur die schulische Bildung, aber auch die außerschulischen Aktivitäten bilden uns als Menschen. Vor 4 Jahren haben die Primarschule Volta und die Primarschule St. Johann sich auf die Reise gemacht, die Bildungsschatztruhe zu erforschen. Ich bin mir auf dieser Reise immer wieder vorgekommen wie eine Entdeckerin. Ich habe in diesem Quartier neue Institutionen kennengelernt, ich habe neue Menschen kennengelernt. Somit ist das Netz immer dichter geworden und immer grösser geworden. Und es sind neue, tolle Sachen für Kinder und Jugendliche im Quartier entstanden. Bei Family Literacy geht es um die multikulturelle Schülerschaft im Quartier. Wir haben über 50% der Kinder, die daheim eine andere Sprache sprechen als in der Schule. Komm, wir gehen nach draußen. Wie geht's dir denn so? Gut. Für uns als Schule ist Family Literacy wichtig, weil die Sprachen werden gestärkt. Werden die eigenen Sprachen gestärkt? Wie wird eine gute Basis gelegt, um neue Sprachen zu erlernen? Ein der Gelingensfaktoren ist, dass wir im Quartier die Yukibu haben. Die interkulturelle Kinder- und Jugendbibliothek. Und mit diesem Projekt haben wir es geschafft, dass die Yukibu in die Schule kommt. Es geht um die Einladung einfach in die Schule. Wie bekommt man die Eltern in der Schule? Die Erstsprache spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist eine Verbindung zur eigenen Kultur und einfach eine Verbindung zu den Wurzeln, eigenen Wurzeln. Es ist sehr interessant. Es ist mir fast alles im Kopf im positiven Sinn geblieben. Das Gesang, das Zeichnen, die Geschichten von verschiedenen Ländern. Ich habe jedes Mal fast sehr viel lachen. Diese Wertschätzung gegenüber eigenen und anderen Kulturen, Traditionen, Sprachen, das macht uns, glaube ich, weltoffener. Because of this parents program, we talked with other parents and it was really good. And kids are also become more close with each other. Ich würde das jedem weiterempfehlen. Das ist wirklich etwas, was jeder Eltern sollte einfach mit seinen Kindern machen. Ich finde es sehr schön. Wir haben sie wie von einer anderen Seite kennengelernt, die Eltern. Sie sind wie näher. Das war schon unglaublich, wie sich so die Beziehung zu den Eltern, aber auch zu den Kindern verändert hat. Kommst du mal mit uns? Von den 7 Familien sind schon 5 jetzt, nachdem wir abgeschlossen haben, hier und haben Bücher ausgeliehen in ihrer Herkunftssprache. Das stärkt ein Mensch, es stärkt ein Klassenband und es bereichert allen, auch die deutschsprachigen Kindern. Mit dem Fußballprojekt haben wir gemerkt, das interessiert Kinder, das finden sie toll. Wir haben auch keinen Fußballverein hier im Quartier und die Kinder haben eigentlich fast nicht die Möglichkeit, in so ein Fußballtraining reinzukommen. Wir machen ein Fußballangebot, ein niederschwelliges für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Und sie sollen dort hin dürfen gehen und schutten. Also das Fußballtraining, da verfolgen wir verschiedene Ziele, die auch Ziele können sein von einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Es geht da meistens darum, Akteure, die jetzt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, dass wir die besser vernetzen, dass wir gemeinsam Projekte aufziehen, die verheben und so die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien verbessern im Quartier. Und alle sind verzaubert in der Haas. Die Zusammenarbeit mit der Bildungslandschaft, die war unheimlich spannend.
fünf Minuten bevor das Training losgegangen ist, waren es plötzlich über 40 Kinder. Und wenn man gesehen hat, wie sie überall hergekommen sind, das war wie wenn der Rattenschwellen auf Hameln gespielt hat und überall kommen dann die Kinder herzulaufen. In der Schule haben wir ein Blatt gekriegt, wo das gestanden ist. Ich bin schon das erste Mal da. Aber es hat mir schon ganz gefallen. Da sind viele Kinder zum Kennenlernen und Spielen. Ich komme fast jeden Tag, also jeden Montag hier an. Also wir haben als erstes ein kleines Matchlet gespielt. Dann haben wir so Bewegungssachen gemacht. Sie lernen bei uns Sozialkompetenz, sie lernen bei uns Spielkompetenz, sie lernen Selbstkompetenz und Bewegungskompetenzen. Dann ist soziale Integration sicher ein wichtiges Thema. Wie verhalte ich mich mit anderen Kindern? Aber auch, dass sie da Freundschaften schließen vielleicht und sich so wohlfühlen im Quartier. Also ich bin begeistert von diesem Projekt und bin auch dankbar, dass das zusammen zwischen Schule und anderen so toll durchgezogen wird. Das hat einen ganz grossen, ergänzenden Wert zur Schule. Dein Garten im Quartier ist ein schönes Beispiel, dass Bildung auch außerhalb der Schule stattfindet. Wichtig ist für uns auch, dass wir mit diesem Projekt eine Zusammenarbeit mit den Eltern haben, eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, mit Kitas, Spielgruppen, die so zusammenkommen. Für die Kinder ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass sie einfach in Berührung mit der Natur kommen. Das ist in der Stadt so manchmal ein bisschen schwierig. Und wir haben jetzt einfach mit diesem Projekt ermöglichen, dass ein Kind, eine Familie ein kleines Beetchen bewirtschaften und so den ganzen Wachs- und Gedeihprozess gut nacherleben. Kinder profitieren in erster Linie, weil sie dürfen selber so eine Kiste pflegen. Sie haben eine Verantwortung und sie lernen ganz viele Zusammenhänge von der Natur kennen. Eigentlich habe ich zuerst ein Loch gemacht, dann habe ich sie aus dem Topf genommen und reingesetzt. Als erstes habe ich den Kürbis gesetzt, dann die Beerenmelone, dann den roten Basilikum und dann erst habe ich gegossen. Wir haben eine Biologin im Team, die Schulleitung, Kindergärtnerinnen, wir haben eine Seniorin und haben eng mit der Stadtgärtnerei zusammengearbeitet. Beim Garten hier, das ist der Generationengarten, das ist halt auch noch mit den Senioren vom Altersheim zusammen, wo sie auch noch Begegnung haben mit den älteren Leuten. Viele Kinder von der Tagesstruktur haben ihre Grosseltern im Ausland und sind wie ein bisschen weit von ihnen abgeschnitten. Die Senioren freuen sich auch sehr auf die Kinder. Und das ist, finde ich, einfach ein Mehrgewinn, das Miteinander. Bei der Vernetzung und der Kooperation im Frühbereich geht es darum, dass man Kinder befähigt, Übergänge selber zu meistern, dass man Kinder begleitet in diesem Übergang. Wenn ihr Pilze seht, könnt ihr anlegen. Es sind Kitas aus dem Quartier, es sind Spielgruppen aus dem Quartier, die sich beteiligen und Kontaktstelle Eltern und Kinder. Und es sind alle 19 Kindergärten, die hier im Quartier verteilt sind, bei diesem Übergangsprozess beteiligt. Wir haben uns schon lange gewünscht, dass wir mal in Kontakt treten können. Weil wir eben die Kinder, ja, wenn wir sie hier holen, dann wissen wir eigentlich nicht, wie es weitergeht. Ich habe es in diesem Workshop schön gefunden, dass man sich, wie ich merke, ist eine kleine Kette oder ein kleines Netz hinten dran. Ich bin nicht so Einzelkämpfe. Unsere Arbeitsgruppe ist Kommunikation und Kooperation. Dass wir einfach eine Haltung entwickeln, dass wir eben offen sind für Vernetzung einfach. Also das ist ganz wichtig. Und dazu gibt es natürlich dann auch noch so Wünsche, wie dass man zusammen Fortbildung machen könnte. Also dass man konkrete Maßnahmen ergreift.
Je schneller du springst, desto schneller drüber. Also eins der Ziele ist ja, dass Kindergärtner uns besuchen und wir sie besuchen können. Eben, dass wir auch sehen, was läuft hier bei uns, wir sehen, was läuft bei ihnen. Ein Thema könnte sein, eben der Eintritt in die Spielgruppe, in den Kindergarten. Ja, wie machen ihr das eigentlich, die Eingewöhnung? Eine Idee, die ich sehr gut finde, ist, dass man ein gemeinsames Lied hat, wo wir hier schon in der Spielgruppe singen und dass sie dann vielleicht im Kindergarten wieder hören, wo ihnen einfach so ein bisschen Sicherheit gibt. Die Idee von unserer Arbeitsgruppe ist, wie könnte man etwas umsetzen, konkret, wo man die Eltern einbeziehen kann in den Übergang vom Freibereich in den Kindergarten. Und die Idee war, dass man die Eltern schon informiert, was passiert alles im Kindergarten. Mit welchen Institutionen arbeiten wir, was kommt auf sie zu. Dass sie die Sachen nicht erst erfahren im August, wenn das Kind schon da ist. Ja. Es ist an uns Erwachsenen, das Netz zu machen und dass die Kinder auf dem Netz nachher können, auf dem Seil können balancieren vom Kindergarten ins Tagi, vom Tagi wieder zurück ins Elternhaus. Dass man schaut, dass die Fäden gespannt sind oder dass man manchmal das Netz auch da ist, für aufzufahren. Bei der Vernetzung U11 geht es darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch Ansprechpartner außerhalb der Schule brauchen. In der Zusammenarbeit mit dem Badhäusli haben wir uns zwei Schwerpunkte gesetzt. Der eine Schwerpunkt ist, dass unsere 6. Klasse Badhäusli Jugend und Kultur besuchen und das vielfältige Angebot kennenlernen. Und das andere ist ein Austauschtreffen, das zweimal im Jahr stattfindet, um sich fachlich, aber auch über Angebote auszutauschen. Wir haben dann den Auftrag übernommen, oder die Aufgabe übernommen, innerhalb der Bildungslandschaft das Netzwerk aufzubauen. Und haben auch gefunden, wir wollen es wirklich breit machen. Und haben dann wie auch gemerkt, das, was die Leute sich wirklich wünschen, ist eigentlich ein regelmässiger Austausch. Also das, was im Moment in diesen Austauschtreffen vor allem passiert, ist, dass man sich mal kennenlernt, dass man sich erklärt, was man arbeitet, wie man arbeitet, was einem wichtig ist. Ich bin Lehrer von der 6. Klasse und das ist ja gerade so die Gruppe, die dann den Sprung macht in die ZEG. Und dort ist es um die Vernetzung U11 gegangen. Also alle Kinder, die über 11 sind, dass für die das eigentlich ein schwieriger Zeitpunkt ist. Oder ein wichtiger Zeitpunkt, wo sie so ein bisschen die Abnabelung von der Primarschule haben, der Übergang in die ZEG. Sie sind in einem Alter, wo sie in die Pubertät kommen, wo sie Grenzen testen, noch mehr als vorher. Also in diesem Jahr war es das erste Mal so, dass die 6-Klässler die Möglichkeit hatten, in einer 45-minütigen Klassenstunde das Haus kennenzulernen. Es sind alle 6-Klässler aus dem Quartier von beiden Schulhäusern zu uns gekommen, ins Badhäuschen, und haben einen Einblick bekommen ins Angebot und in die Räumlichkeiten des Badhäuschen, wie wir arbeiten, was es alles für Möglichkeiten gibt für die Jugendlichen aus dem Quartier. Und sie haben das erste Mal eine Beziehung knüpfen, sie haben das erste Mal in Kontakt treten mit uns, die hier arbeiten. Das ist nicht allen Eltern möglich, die ganze Zeit umzuziehen, wenn sie vielleicht selber arbeiten müssen. Dann ist es absolut von Vorteil, wenn man doch auch als Eltern weiss, die Kinder, die sind noch immer, was gute Leute hat, die mit ihnen zusammenarbeiten und die zu ihnen schauen. St. Johann entdeckt lebt nach Projektende weiter. Für mich ist klar, dass das Netzwerk, das in den letzten 4 Jahren aufgebaut wurde, nicht mehr weggedenkt werden kann von diesem Quartier. Ich als Schulleiterin kann mir eine Schule als Insel nicht mehr vorstellen. Für mich als Lehrperson war es extrem spannend, mit außerschulischen Akteuren aus diesem Quartier zusammenzuarbeiten. Also das war so eine grosse Motivation, um in diesem Projekt Bildungslandschaft mitzuarbeiten. Weil so mal wieder Horizont öffnen. Es ist vielleicht wirklich am Anfang eben eine Investition, die aufwendig ist, bis man sich kennt, bis man so ein bisschen weiss. Und es ist aber, glaube ich, unumstritten, dass wenn du das Gesicht hast, es ist
ganz anders, wie man sich dann begegnet. Es ist einfach wirklich einfacher. Die Türen sind offen. Damit es weiterleben kann, braucht es einen Kümmerer, jemand, der sich kümmert. Wir sind alle in unserem Alltag, die Lehrpersonen, wir, die Eltern. Und wenn niemand sich kümmert um diese Vernetzung und sagt, ah, jetzt gibt es wieder Sitzung oder es gibt eine Planungssitzung für das Jahr oder es gibt wieder einen Austausch, dann wir können das gut meinen, aber wahrscheinlich klappt es nicht. Die Bildungslandschaft, die haben wir aufgebaut und wir haben ein Interesse daran, dass die weitergeht. Weil es nicht mehr denkbar ist, dass Schulentwicklung als isolierte Aufgabe angeschaut werden darf. Meine Wünsche an die Bildungslandschaft sind Wünsche auch an mich selber, Wünsche an die Schule, dass ich Wert darauf lege, dass ich mich engagiere, dass die Bildungslandschaft funktionieren kann, dass sich wirklich die Beteiligten auch damit identifizieren und die Bildungslandschaft leben.